Hallo, guten Morgen, ich bin Barbara von Laufsinn und ich bin heute da und möchte euch einen ganz besonderen Schuh vorstellen. Ihr wisst ja, wir haben einen ganz großen Fokus bei uns auf Biomechanik und gesundes Laufen und Newton ist eine Schuhmarke, die das wunderschön unterstützt. Newton kommt aus Boulder, Colorado und schreibt sich selber auf die Fahne, natürliches Laufen und die Biomechanik unterstützen zu wollen. Wenn man sich den Schuh anschaut, ist es ein leichter, flacher Laufschuh, das heißt die Sprengung, der Unterschied zwischen Ferse und Vorfuß ist nicht besonders hoch, bewegt sich bei Newton bei den Rennmodellen um 2 bis 3 mm, hier beim Fate um 4,5 mm Sprengung. Das Besondere an den Newton ist allerdings der Vorfußbereich. Hier gibt es sogenannte Lacks, von Newton auch Point of Power, POP genannt, die zum einen bei einer abgerundeten Kante den Läufer ein bisschen von der Ferse wegholen, das Körpergewicht, den Schwerpunkt ein bisschen nach vorne verlagern und somit den Läufer hin in das aktive, explosive Laufen bringen sollen. Weg von der Ferse, mehr Richtung Vorfuß und Mittelfuß. Zum Zweiten ist natürlich hier noch ein bisschen ein Geheimnis drunter, das zeige ich euch jetzt auch noch. Wenn man sich den Newton aufgeschnitten anschaut, sieht man eine Widerstandsplatte. Die soll da hindern, dass zu viel Druck von unten auf den Mittelfuß kommt. Und ein eingebautes Trampolin. Das heißt, wenn ich mein Körpergewicht im Abdruck richtig auf diese Lachs, auf diese Point of Power bringe, bekomme ich einen kleinen Support. Der Schuh kann mich sogar schneller machen. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist das Kippen nach vorne, weg von der Ferse, rein ins aktive Laufen. Das ist der Fate. Das ist ein sogenannter POP 2. Das ist ein Laufschuh, der sowohl für Wettkämpfe taugt, aber auch für die Leute, die aktiv an ihrem Laufstil arbeiten wollen, die sich einfach ein bisschen erziehen lassen wollen. Hier haben wir das Herrenmodell aus der aktuellen Kollektion. Das dazu ist der Damenschuh. Bei uns natürlich zu haben, bei Laufsinn in Ulm oder im Online-Shop. Der Schuh kostet 140 Euro. Und wir sind Newton sehr dankbar. Wir haben immer wieder mal einen Testschuhpool da. Sprecht uns drauf an, vielleicht könnt ihr einfach mal für eine gewisse Zeit mit dem Schuh draußen laufen und das Newton-Gefühl erfahren. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wir wollen weiter Informationen auf Laufsinn.tv bringen. Wenn es euch interessiert, lasst uns gerne ein Abo da. Wir werden euch immer wieder informieren über Produkte und Neuigkeiten. Und für alle, die uns folgen wollen, hier als Abonnenten auf Laufsinn.tv, den können wir gerade auf den vorgestellten Newton-Schuh bis Ende Juni 10% im Online-Shop und natürlich auch im Laden anbieten. So, hallo, ich bin Barbara von Laufsinn und